Guten Morgen, willkommen zurück zu Linear Algebra. Wir hatten das letzte Mal über Ringe gesprochen und vorher über Gruppen. Das waren beides Beispiele von Mengen, auf denen Verknüpfungen erklärt sind. Verknüpfungen sind sowas wie Rechenoperationen, sowas wie Plus und Mal. Und im Fall von einer Gruppe gibt es eine davon, die eine Menge zu einer Gruppe macht, vorausgesetzt, dass die Verknüpfung eine gewisse Eigenschaften hat, die so sind, dass wir damit gut rechnen können. Also es müssen gewisse Rechengesetze erfüllt sein. Der Ring unterscheidet sich von einer Gruppe dadurch, dass er zwei Operationen hat. Zwei Verknüpfungen sind darauf erklärt. Und zwar so, dass man sie identifizieren kann und dass sie in einer gewissen Weise die Rolle spielen von einer Addition und einer Multiplikation. Das heißt, es gibt ein Plus. Und es gibt ein Mal und das Plus soll so sein, dass es die Gruppenaxiome alle erfüllt. Das heißt, insbesondere gibt es dann auch ein Minus, weil unter den Gruppenaxiomen ist eins, das sagt, es gibt alle Inverse. Und Minus ist das Inverse von Plus. Nein. Also minus x ist das Inverse von x bezüglich Plus. Also wenn Sie alle Inverse haben, dann können Sie nicht nur addieren, sondern auch subtrahieren. So wäre es präziser formuliert. Für die Multiplikation fordern wir das bei einem Ring nicht. Denken Sie bei einem Ring als Standardbeispiel an die ganzen Zahlen. Da können Sie addieren und subtrahieren. Sie können auch multiplizieren und es gelten die Distributivgesetze, die Teil eines Rings sind, zur Definition des Rings gehören. Sie können aber nicht dividieren. In Z können Sie nicht dividieren. 5 zum Beispiel hat kein inverses bezüglich Mal. Sehr wohl natürlich ein Inverses bezüglich Plus, das wäre minus 5, aber es gibt nicht ein Fünftel in Z. Deshalb kann man dann von Z ausgehend sich fragen, gibt es dann jetzt nicht einen größeren Zahlenraum, in dem ich nicht nur addieren und subtrahieren und multiplizieren, sondern auch noch dividieren kann. Natürlich gibt es den, das ist Q. Und ausgehend von Q können wir jetzt sagen, naja, also, was ist da jetzt das Besondere? Wir haben es schon gesagt, es ist, dass man auch dividieren kann. Und da könnte man jetzt dann das auch wieder allgemein hinschreiben, so wie wir das bei einem Ring ja auch gemacht haben und gesagt haben, es gibt jetzt nicht nur die ganzen Zahlen, sondern wenn ich irgendwo anders ein Plus und ein Mal habe, dann ist mir das genauso recht, sofern es sich zivilisiert verhält, wie es sich für ein Plus und ein Mal gehört. Und jetzt können wir sagen, wir gehen einen Schritt weiter auf einen Zahlenraum, auf einen vollständigen Zahlenraum zu, und betrachten Ringe, bei denen das Mal auch noch gutartiger ist, als sowieso schon es sein muss, damit es ein Ring sein kann. Und das, was dann entsteht, ist ein Körper, ein sogenannter Körper. Also hier steht schon die Definition. Es ist eine ganz kurze Definition, die sagt nur, ich habe einen kommutativen Ring. Der hat ein Plus und ein Mal. Das heißt, das Mal ist jetzt auch kommutativ. Das muss bei einem Ring nicht unbedingt sein, auch wenn es bisher in allen Beispielen so war und wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir andere Beispiele sehen für Ringe, wo die Multiplikation nicht kommutativ ist. Aber bei einem Körper, da soll jetzt alles erfüllt sein, was wir uns potenziell wünschen können. Das Plus hat also auch ein Minus und das Mal ist kommutativ und es ist zusätzlich dann so, dass das Mal auch noch alle Inversen hat. Also es gibt auch eine Division. Das steht hier dann als zweite Bedingung. Also kommutativ ist die eine Bedingung und die andere Bedingung ist, dass die Menge, außer wenn ich ich muss das Neutralelement bezüglich Plus rausnehmen und was dann übrig ist, das soll dann mit dem Mal eine abelsche Gruppe bilden. Und das heißt auf Deutsch, Sie können durch alles dividieren, außer durch die Null. So, jetzt, das heißt dann, wenn man einen Ring hat, der diese beiden zusätzlichen Eigenschaften hat, Kommutativität und Existenz von allen Inversen bezüglich Mal, außer von Null, dann nennt man einen solchen Ring einen Körper. Ja, und da können wir jetzt wieder fragen, warum heißt das Körper?
Und darauf gibt es keine gescheite Antwort. Es hat nichts damit zu tun, was Sie irgendwie in der Geometrie haben. Da haben Sie Würfel oder Kegel oder Kugeln oder so. Dann würden sagen, das ist ein Körper. Ja, nee, das hier hat damit gar nichts zu tun. Das heißt halt irgendwie, aus irgendeinem historischen Grund heißt das Ding Körper. Ich wüsste auch nicht, wie ich es sonst nennen sollte. Es gibt keinen naheliegenderen Begriff, weil es ist irgendwie etwas, wovon wir, ja, wo wir nicht in der Umgangssprache schon auf sowas Ähnliches gestoßen sind, sodass wir es danach benennen können. Es heißt halt Körper. Na gut. Im Englischen heißt es Field, nicht Body oder so. Es heißt Field, also irgendwie Feld. Ja, das ist aber auch nicht besser. Es ist nicht näher an der Intuition das eine als das andere. Es heißt halt irgendwie so. Es ist einfach nur eine Menge, auf der zwei Verknüpfungen erklärt sind, die gewisse Eigenschaften haben und aus. Und man muss es halt irgendwie bezeichnen. Wir nennen es Körper und fragen uns nicht weiter, warum das so ist. Also ein Beispiel für einen Körper haben wir schon genannt. Die Menge der rationalen Zahlen bildet mit Plus und Mal einen Körper. Das ist das Standardbeispiel, das Sie sich merken sollten. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch die reellen Zahlen merken stattdessen oder zusätzlich. Das sind auch zwei Beispiele, zwei klassische kanonische Beispiele für Körper. Und wenn Sie wissen, dass es sich dabei um Körper handelt, dann bin ich schon zufrieden. Mehr will ich Ihnen da jetzt nicht unnötig abverlangen. Aber ich zeige Ihnen auch noch ein paar andere Beispiele, damit Sie sehen, dass das nicht die einzigen sind. Wenn das die einzigen wären, dann würde es sich nicht lohnen, dafür einen eigenen Begriff zu opfern. Machen wir vorher noch, wie im Fall der Ringe, ist es bei Körpern auch wieder so, da könnten wir jetzt den Rest des Semesters nur über Körper reden. Das wollen wir natürlich nicht. Ich will Ihnen auch nur keine große Theorie über Körper um die Ohren hauen, sondern nur in einen einzigen Satz als Beispiel dafür, was man mit den Bedingungen des Körpers jetzt tun kann, was man vorher beim Ring nicht tun konnte. Und das ist dieser Satz hier, nur als Beispiel für etwas, was in Körpern gilt. Und zwar etwas, was Sie auch von den Zahlen gewohnt sind, natürlich. Nämlich Folgendes. Wenn Sie zwei Elemente haben im Körper, die so sind, dass Ihr Produkt 0 ist, und 0 ist wieder das neutrale Element bezüglich Plus, dann können Sie in einem Körper daraus immer folgern, dass einer der beiden Faktoren 0 gewesen sein muss. In einem Ring gilt das nicht. Möglicherweise gilt es in allen Ringen, die wir bisher als Beispiele gesehen haben. Nein, in einem Ring gilt es nicht. Wir haben auch andere Beispiele gesehen. Zum Beispiel, wenn Sie Z6 nehmen. In Z6 gilt 2 mal 3 gleich 0, obwohl 2 ungleich 0 ist und 3 ungleich 0 ist. Und Z6 ist ein Ring, aber es ist kein Körper. Deshalb ist das kein Widerspruch zu diesem Satz. In einem Körper kann das aber nicht passieren. Das sagt der Satz. Der Satz sagt, wenn ich zwei Dinge habe, deren Produkt 0 ist, dann muss einer der Faktoren 0 sein. Warum ist das so? Es muss irgendwie aus den zusätzlichen Bedingungen folgen, die wir in der Definition des Körpers für einen Körper verlangt haben, dass die zusätzlich zu den Ringbedingungen erfüllt sein sollen, weil aus den Ringbedingungen erfolgt es ja, wie wir hier sehen, nicht. Okay, also sein XY in K so, dass x mal y gleich 0 ist. Aha, und jetzt, das ist auch noch was das hatten wir noch nicht so oft, dass wir zu zeigen hatten, eine Alternative. Wir müssen zeigen, x ist gleich 0 oder y ist gleich 0. Da könnte man denken, wie macht man das? Na, wenn wir und zu zeigen hätten, dann ist klar, man muss das eine zeigen und das andere zeigen. Bei oder könnten wir jetzt denken, wir können uns eins von den beiden aussuchen und zeigen das. Das wird aber nicht gehen, weil es wird mal das eine und mal das andere sein. Das heißt, wir können nicht eins von beiden erwarten, dass wir eins von beiden zeigen können. Was wir aber machen können, ist, wir könnten eins von beiden negieren und dann sagen, wenn das eine falsch ist, dann muss das andere wahr sein. Und das ist logisch dasselbe. Also das heißt zu zeigen, ich kann
Ich könnte auch sagen, wenn das x nicht 0 ist, wenn es 0 ist, dann ist es eh okay, dann bin ich zufrieden, aber wenn es nicht 0 ist, dann muss das andere 0 sein. Okay. Nehmen wir also an, x ist nicht 0. Und wenn das x nicht 0 ist, dann weiß ich, es ist invertierbar bezüglich mal. Weil wir haben einen Körper und da sind alle Elemente außer 0 invertierbar. Das ist eine der wesentlichen Eigenschaften von einem Körper. Also dann existiert ein x hoch minus 1. Und aus x mal y gleich 0 folgt x hoch minus 1 mal x mal y gleich x hoch minus 1 mal 0. Und das hier gleich 1, weil x hoch minus 1 ist das multiplikative Inverse von x. Das ist gerade so gemacht, dass das 1 ist. Und 1 mal y ist y. Und x hoch minus 1 mal 0, wir haben das letzte Mal gesehen, in jedem Ring gilt 0 mal irgendwas ist 0. Also wenn dieses x hoch minus 1 tatsächlich existiert, und das wissen wir ja unter den gegebenen Voraussetzungen, dass das der Fall ist, dann weiß ich, dass das hier 0 ist. Und fertig. Da habe ich gezeigt, y gleich 0. Also wenn x nicht 0 ist, dann ist y 0 ist, dann ist y 0. Wenn x 0 ist, dann ist auch gut, weil ich brauche ja nur, dass eins von beiden 0 ist. Fertig. Gut, jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar Beispiele für Körper und dann lassen wir es gut sein mit diesem abstrakten algebraischen Zeug und machen etwas Konkreteres und Anschaulicheres. Also ein Beispiel, das erste Beispiel war das Standardbeispiel Q, R. So, das sind die Beispiele, die einem als erstes einfallen und die Definition quasi motiviert haben. Anderes Beispiel ist mit ZM. ZM plus und mal, diese sogenannten Restklassenringe, haben wir gesehen, das ist ein Ring. Für jede Wahl von m, außer 0 und 1. Es ist aber kein Körper im Allgemeinen, wie wir hier oben schon gesehen haben. Das ist kein Körper, weil sonst müsste ja dieser Satz gelten, den wir gerade bewiesen haben. Der gilt aber hier nicht. Das liegt daran, dass 6 keine Primzahl ist, weil hier das geht deshalb schief, weil 2 und 3 Faktoren von 6 sind. Man kann aber jetzt zeigen, und das kann man nicht gleich sehen, das muss man beweisen. Und ich zeige Ihnen den Beweis nicht, ich teile Ihnen nur mit, dass es sich beweisen lässt, dass das ein Körper ist, genau dann, wenn m eine Primzahl ist. Das hatte ich vorher schon mal angedeutet im Zusammenhang mit Gruppen, weil da hatte ich gesagt, wenn Sie aus ZM die Nullklasse hinausnehmen, dann bildet es mit mal zusammen genau dann eine abelsche Gruppe, eben wenn das eine Primzahl ist. Und das ist genau die Bedingung, die hier für den Körper verlangt ist. Also das ist jetzt nichts Neues. Ich habe es damals schon nicht bewiesen, ich beweise es auch jetzt nicht. Das heißt, es ist klar, dass Sie das jetzt nicht sofort sehen, warum das so ist. Sie können das einfach hinnehmen. Es geht jetzt nur darum, damit wir ein paar Beispiele haben für Körper. Was haben wir noch? Oh ja, da ist noch ein Beispiel im Skript. Also endliche Körper haben wir jetzt es gibt keinen Körper mit 6 Elementen zum Beispiel. Es gibt von dem, was wir hier gesehen haben, gibt es nochmal Körper für jede Primzahlgröße. Es gibt also einen Körper mit 5 Elementen, einen Körper mit 11 Elementen, einen Körper mit 73 Elementen. Und jetzt könnte man sich fragen, gibt es auch noch andere Körpergrößen? Und die Antwort ist ja, aber nicht allzu beliebig, sondern was man machen kann, ist, hier ist ein Körper mit 9 Elementen. Den kann ich jetzt natürlich nicht auswendig aufschreiben. Und den habe ich natürlich auch nicht gefunden, indem ich ganz lange probiert habe, sondern ich weiß halt schon etwas mehr über Körper und weiß, wie man solche Tabellen automatisch berechnen kann. Aber Sie haben jetzt, weil Sie jetzt
noch nicht nur gerade nur die Definition vom Körper haben, keine andere Möglichkeit, wenn die Aufgabe lauten würde, das würde man natürlich nicht stellen, das wäre gemein, aber wenn wir die Aufgabe stellen würden, zeigen Sie, dass das Ding ein Körper ist, dann müssten Sie jetzt alle möglichen Kombinationen von diesen neuen Körperelementen miteinander addieren und multiplizieren und gucken, ob alle Rechengesetze erfüllt sind. Das wäre natürlich eine seitenweise Rechnerei. Und Sie würden am Ende erstaunt feststellen, ja, es geht sich alles genau auf, es passt alles zusammen. Jeder hat ein Inverses, tralala und so weiter. Ja, und das Lustige ist eben, dass 9 keine Primzahl ist und es ist trotzdem ein Körper. Es ist also hier nicht einer von den Körpern, die wir vorher hatten. Es zeigt sich dann, wenn man ein bisschen tiefer in die Algebra einsteigt, sieht man, dass ein endlicher Körper, die Größe eines endlichen Körpers, kann immer nur die Potenz von einer Primzahl sein. Und hier 9 ist 3 hoch 2 und 3 ist eine Primzahl. Deshalb geht das. Ich könnte auch einen Körper mit 8 Elementen bilden, weil 8 ist 2 hoch 3, das ist auch okay. Aber mit 6 Elementen, das geht nicht, weil 6 ist keine Primzahlpotenz. Okay, also das ist nur ein Beispiel für einen weiteren endlichen Körper. Hier ist etwas, was vielleicht ein bisschen naheliegender ist, wenn ein unendlicher Körper. Und zwar definiere ich Folgendes. Ich nehme Q und schreibe so mit runden Klammern daneben Wurzel 2. So, Sie wissen, Wurzel 2 ist eine reelle Zahl, die nicht in Q liegt, also eine irrationale Zahl, aber durchaus eine Zahl. Und mit dieser Notation hier, Q, man sagt, Q adjungiert Wurzel 2, ist Folgendes gemeint, ist die Menge aller Zahlen, die ich schreiben kann, als a plus b mal Wurzel 2, wobei ich a und b durch Q laufen lasse. Das heißt, ich lasse a und b durch Q laufen und bilde immer hier diese Summe, a plus b Wurzel 2, und werfe das in die Menge, und das soll diese Menge hier sein. Also eine Teilmenge von R. Aber es ist eine echte Teilmenge. Es ist nicht gleich R. Es gibt in R noch ganz viele andere Dinge, die nicht zu dem hier gehören. Also wir haben Q ist eine Teilmenge von dem, eine echte Teilmenge, weil dieses Ding hier enthält zum Beispiel auch Wurzel 2. Das kann ich ja schreiben als 0 plus 1 mal Wurzel 2. Also Wurzel 2 ist ein Element von dem. Und 1 plus Wurzel 2 ist ein Element von dem. Und was weiß ich, 5, 7, 3, 8, 2, 1 plus 9, 2, 9, 7, 7, 1 mal Wurzel 2, das wäre auch ein Element von dem. So. Aber zum Beispiel Pi ist kein Element von dem. Und Wurzel 3 auch nicht. Also ich habe hier eine Teilmenge von den reellen Zahlen definiert, die etwas größer ist als die rationalen Zahlen, aber noch nicht ganz alle reellen Zahlen umfasst. Und diese Menge bildet einen Körper. Q adjungiert Wurzel 2 bildet zusammen mit dem Plus und Mal, dass es von dem R erbt, einen Körper. Wir nennen das dann einen Unterkörper. Das ist wie bei Untergruppen und bei Unterringen. Das ist ein Körper, der in einem größeren Körper drin enthalten ist und von dem größeren Körper die Operationen übernimmt. Was man da überprüfen muss, ist gar nicht Assoziativgesetz und solche Sachen, weil die gelten ja, wenn die in einem großen Körper gelten, dann gelten die in einem kleinen ja erst recht. Weil das sind ja alles Aussagen mit für alle. Das Einzige, was man überprüfen muss, wenn ich hier behaupte, dass es sich dabei um einen Körper handelt, Sie müssen zwei Dinge überprüfen. Erstens, dass die Operationen abgeschlossen sind oder dass die Menge abgeschlossen ist unter den Operationen. Das heißt, wenn Sie zwei solche Dinge nehmen und addieren oder multiplizieren Sie, dass Sie dann als Ergebnis auch wieder was kriegen, was nicht draußen liegt, sondern auch wieder da drin ist. Das hatten wir auch als Beispiel bei Gruppen. Das ist aber hier aber sehr einfach einzusehen. Beachte, Q, diese Menge, Q adjungiert Wurzel 2, ist abgeschlossen.
unter Plus. Denn natürlich, wenn ich so zwei Elemente daraus nehme, zum Beispiel dieses hier und a quer plus b quer Wurzel 2, und addiere die mit den ganz normalen Rechenregeln aus R, die in, also nun wirklich geläufig sind. Also da ist jetzt kein anderes Plus, sondern das ist wirklich das Standard Plus. Deshalb kann ich das natürlich schreiben als a plus a quer plus b plus b quer Wurzel 2. Und dann sehen Sie, wenn das drin ist und das drin ist, dann ist die Summe auch wieder drin. Und beim Multiplikation ist auch so, a plus b Wurzel 2 mal a quer plus b quer Wurzel 2. Naja, das muss ich halt dann ausmultiplizieren, dann kriege ich halt a quer plus b quer 2, ja, also mit dem plus und dann a b quer plus a quer b Wurzel 2. Ja, gleich schon wieder richtig aufgeräumt, so dass man sieht, das ist auch wieder von der Form, wie alle Zahlen haben, aus denen das hier besteht. Das heißt, das ist abgeschlossen unter Plus und Mal. Und nicht vergessen dürfen Sie die Inversen. Es muss auch abgeschlossen sein unter Inversen. Das ist aber für Plus auch ganz leicht einzusehen, weil da brauchen Sie ja nur das a und das b ersetzen durch minus a und minus b. Und dann kriegen Sie das additive Inverse. Inverse. Also bezüglich Plus klar und bezüglich Mal geht das so. Da muss ich schauen, dass 1 durch a plus b Wurzel 2, das ist ja das multiplikative Inverse von a plus b Wurzel 2, für das muss ich zeigen, dass das auch wieder geschrieben werden kann als irgendwas Rationales plus Wurzel 2 mal irgendwas Rationales. Und ich kann aber hier jetzt die Rechenregeln von R verwenden, weil in R lebt das ja auf jeden Fall. Und was ich nun machen kann, ist, ich kann den Bruch erweitern mit a minus b Wurzel 2. A minus b Wurzel 2. Und dann kriege ich oben a minus b Wurzel 2. Und unten kriege ich, naja, das ist die binomische Formel, wenn Sie das ausmultiplizieren, kriegen Sie a Quadrat minus 2b Quadrat. So, und jetzt, also das kann ich dann auch so schreiben, a durch a Quadrat minus 2b Quadrat minus b durch a Quadrat minus 2b Quadrat Wurzel 2. Und das ist also auch wieder eins von denen. Vorausgesetzt, dass der Nenner nicht 0 wird. Und beachte, a Quadrat minus 2b Quadrat ist ungleich 0, denn wäre das 0, wäre a Quadrat minus 2b Quadrat gleich 0. So wäre, wenn könnte ich das umstellen, hätte ich a Quadrat durch b Quadrat ist gleich 2. Und das heißt also a durch b Quadrat gleich 2. Dann wäre a durch b, wäre dann die Wurzel aus 2, plus oder minus. Also aus dem würde folgen, a durch b ist gleich Wurzel 2 oder minus a durch b gleich Wurzel 2. Und in jedem Fall würde dann aber folgen, dass Wurzel 2 in Q ist. Das ist aber falsch. Das nehme ich jetzt an, dass wir das schon wissen. Außer, was natürlich auch noch sein kann, ist, wenn das b hier 0 ist, dann kann ich ja da nicht, also dadurch dividieren, das muss ich also dann hier noch dazu schreiben, falls das b nicht 0 ist. Also falls das b nicht 0 ist, finden wir einen Widerspruch. Jetzt müssen wir nur gucken, falls das b 0 ist. Aber in dem Fall
Und würde aus dem hier folgen, dass dann das a auch 0 ist. Aber dann ist a plus b Wurzel 2 gleich 0. Und für den Fall brauche ich eh kein Inverses, weil dann habe ich habe ja hier betrachtet das Inverse von einem beliebigen Element, aber natürlich nicht von einem Nullelement. Für das Nullelement kann ich keine Inverses erwarten. Dann ist das und das brauchen wir nicht. Das brauchen Was ich also gezeigt habe jetzt, ist, jedes Element von Q adjungiert Wurzel 2 außer der 0 hat ein multiplikatives Inverses. In R ist es sowieso klar. Aber das lebt auch wieder da drin. Ja, weil hier, da steht's, da ist es drin. Und deshalb ist dieses Ding hier ein Körper. Also wegen den Dingen, die wir vorher besprochen haben, ist es abgeschlossen unter Plus und Mal und es existieren alle Inverse. Deshalb ist es ein Körper. Okay, also das und das geht natürlich nicht nur mit Wurzel 2, sondern mit Wurzel 3 können Sie das auch machen, kriegen Sie einen anderen Körper. Sie können auch was anderes machen. Sie könnten sagen, wir nehmen die Menge aller Paare. Nehmen wir k gleich r Kreuz r und machen das zu einem Körper. Das heißt, das wäre dann irgendwie jeder Punkt in der Ebene wäre ein Körperelement. Sonst bei r haben wir irgendwie nur so Zahlen gerade, aber jetzt wollen wir die ganze Ebene zu einem Körper machen. Wie kann man das machen? Ja, ich muss festlegen, was ist die Addition und was ist die Multiplikation. Und wir definieren, also so ein Paar AB plus CD, das definiere ich einfach als komponentenweise A plus C, B plus D. Und achten Sie jetzt wieder darauf, das ist jetzt das neue Plus. Das ist das Plus, was ich auf dieser Menge hier erkläre. Das nimmt zwei Paare als Input und produziert ein neues Paar als Output. Und ich lege hier fest, welches Paar das sein muss. Und bei dieser Festlegung verwende ich das Plus, was ich das schon habe. Das ist das alte Plus. Also das alte, das ist das, damit ist gemeint, das, was ich bei R schon habe. Alte Plus. Und eine Multiplikation brauche ich auch noch. AB mal CD. Das lege ich jetzt auch genauso fest. Da verwende ich dann die Addition und die Multiplikation. Das schreibe ich lieber ab, sonst mache ich sie sicher falsch. AC minus BD und BC plus AD. Und es zeigt sich, oder man kann zeigen, das ist dann wieder lästige Nachrechnung und ein bisschen so wie bei dem Beispiel mit dem neuen elementigen Körper, wenn ich Ihnen nicht verrate, warum ich das so gesetzt habe oder wie ich darauf komme, dann bleibt Ihnen zum Nachrechnen nichts anderes übrig, als alle Gesetze zu überprüfen. Und das ist sehr langweilig und mühsam und es stellt sich aber am Ende raus, wenn Sie es richtig rechnen und keinen Fehler machen, dann kommt raus, das erfüllt alle Körperaxiome. Man kann zeigen, K, diese Menge aller Paare, ist zusammen mit diesem Plus und Mal ein Körper. Was ist jetzt die Null in dem Körper? Also das neutrale Element 0, k, das schreiben wir mal so, das neutrale Element aus dem Körper ist das Paar, was die 0 aus R und die 0 aus R in beiden Komponenten hat. Ja, das sieht man sehr leicht, weil wenn ich hier AB nehme und habe hier 0, 0, das wäre dann das Nullelement, dann würde ich hier kriegen A plus 0, B plus 0, das ist also wieder AB. Okay, das ist richtig. Was ist mit additiven Inversen? Ja, das ist auch sehr einfach. Das additive Inverse von AB ist das Paar minus A minus B.
kein Problem. Also das wird dann einfach das additive Inverse von dem wäre dann hier das. Das ist gespiegelt am Ursprung. Das additive Inverse von dem ist hier. Und was ist das Neutralelement von der Multiplikation? Die Multiplikation ist interessanter. Da passiert ein bisschen was. Da müssen wir mal gucken. Wie kann ich hier C und D wählen, sodass wenn ich A und B in der Weise damit multipliziere, dann am Ende wieder A, B rauskommt. Ich könnte zum Beispiel nehmen C gleich 1 und D gleich 0. Ja, weil wenn ich dann hier A mal 1 ist A. Minus b mal 0 ist 0, also a minus 0 ist 0, ist a. Und hier b mal 1 ist b, plus a mal 0 ist 0, also b plus 0 ist b. Also dann das 1-Element des Körpers K ist das Paar, das in der ersten Komponente die 1 aus R hat und in der zweiten Komponente die 0 aus R. Okay, also hier, da liegt irgendwo die 1 hier. Gibt es noch eine andere 1? Nee, wir haben ja vorher gezeigt, schon, dass das Neutralelement immer eindeutig bestimmt ist, wenn es überhaupt eins gibt. Ja, hier gibt es eins, aber es gibt kein anderes. Was wäre denn, wenn ich zum Beispiel 0, 1 nehme? Wäre das auch ein Neutralelement? Könnte man ja glauben. Nein, das ist kein Neutralelement, weil wenn ich das mit irgendwas multipliziere, zum Beispiel mit sich selbst, dann passiert Folgendes. Also ich habe hier, das ist A, B, C, D und nach der Formel da oben hätte ich dann A mal C, das ist 0, minus B mal D, das ist also minus 1. Und dann auf der anderen Seite habe ich B mal C, das ist B mal C ist 0 und A mal D, A mal D ist auch 0. Das ist minus 1, 0. Das heißt, das ist das additive Inverse von der 1 aus dem Körper. Denn das ist ja dasselbe wie minus 1, 0. Okay. Oh, das ist jetzt aber interessant, weil das hier ist ja, das ist 0, 1 Quadrat. Da haben wir also jetzt ein Körperelement, dessen Quadrat minus 1 ist. Dem könnten wir einen Namen geben, vielleicht brauchen wir das gelegentlich, weil sowas haben wir normalerweise nicht. In R gibt es das nicht. Da haben wir jetzt was Neues konstruiert, was es in R nicht gibt. In R sind alle Quadrate positiv oder nicht negativ zumindest. Hier gibt es jetzt dann plötzlich ein Element, dessen Quadrat negativ ist. Na gut, dann geben wir dem einen Namen, das nennen wir I. I ist definiert als dieses Paar 0, 1. Und jetzt ist es ein bisschen so wie beim letzten Mal mit den Polynomen. Ich habe das jetzt irgendwie mit Paaren definiert und es war ganz kryptisch und kompliziert und wer soll sich das je merken? Aber wenn ich jetzt da hier eine geeignete Notation wähle, zum Beispiel indem ich einfach sage, i ist dieses Paar, dann können Sie jedes Element schreiben als alle Elemente von K lassen sich schreiben als A plus I mal B mit gewissen, also das ist definiert als eine Notation für dieses Paar mit gewissen A, B aus R. Und das ist jetzt eine handliche Notation, mit der können Sie gut rechnen. Mit dieser Notation kann man ganz normal rechnen unter Berücksichtigung von der zusätzlichen Rechenregel, also außer Assoziativgesetz und Kommutativgesetz und den üblichen Rechenregeln. Gilt außerdem noch für dieses neue Symbol i, gilt i Quadrat ist gleich minus 1. Also Beispiel, 5 plus 3i mal 2 minus i
Ja, das würde ich ganz normal ausmultiplizieren. Zunächst einmal ohne Rücksicht auf was das i ist. Also 5 mal 2 ist 10. Dann 5 minus 5i plus 6i und dann minus 3i Quadrat. So, und jetzt 3i Quadrat. Jetzt verwende ich i Quadrat ist minus 1. Das heißt, das ist dann plus 3, kommt dazu 13. Und die beiden kann ich miteinander verrechnen. Und dann ist es 1i, schreibe ich als i. Okay. Jetzt sehen Sie auch, wo das Ding hierher kommt. Ich habe das von vornherein so machen wollen. Ich habe hier die Motivation für diese Konstruktion war, das habe ich nicht verraten, aber ich wollte Ihnen ja auch nur einen Körper zeigen. Ich habe R genommen und es hat mich gefuchst, dass es in R keine Wurzel aus minus 1 gibt. So wie es mich vorher gefuchst hat, dass es in Q keine Wurzel 2 gibt. Und in Q habe ich dann aber gesagt, ne, ich brauche aber jetzt eine Wurzel 2, also füge ich die hinzu. Ja, und dann mache ich dann aus dem Q einen Körper, der Wurzel 2 enthält. Und das war aber noch einfach, weil ich kannte schon einen großen Körper, der das enthält und konnte den hier jetzt dann als Unterkörper von dem großen Körper identifizieren und sagen, alle Elemente, die sich so schreiben lassen, und dann ist gut. Aber hier ist es ein bisschen anders, weil hier habe ich irgendwie, halt, nicht da. Hier habe ich irgendwie vorausgesetzt, ich kenne die komplexen Zahlen noch nicht, ich kenne nur R. Und was ich will, ist aus den reellen Zahlen jetzt, da stört es mich, dass es keine Wurzel aus minus 1 gibt, also konstruiere ich mir eine. Und wie ich das machen würde, ist, ja, ich hätte gerne, dass. So, dass ich alle Elemente von dem neuen Körper so schreiben kann, wobei i ein neues Symbol ist, nämlich die Wurzel aus minus 1, so wie vorher die Wurzel aus 2, das Element, was mir gefehlt hat, was ich brauche aus irgendeinem Grund. Aber das ist so dann, wenn man noch keine präzise, formale, technische Definition, wenn ich einfach sage, das soll ein neues Symbol sein. Was heißt denn das, ein neues Symbol? Ich kann nicht einfach ein neues Symbol erfinden und dann glauben, das heißt schon irgendwas. Nein, das ist einmal nur eine Strategie, eine Idee, wir probieren etwas aus und dann, ja, was müsste denn gelten, wenn das minus 1 ist und so, und dann rechnet man ein bisschen rum und dann kommt man darauf, naja, in Wirklichkeit kann ich sagen, Paare sind ordentlich definiert, da hatten wir ein Axiom, Paare gibt's. Und ich mache jetzt aus der Menge der Paare einen Körper, indem ich die Multiplikation so wähle, dass ein Paar das i ist, das ich gerne hätte. Ja, also dieses 0, 1, das ist so gemacht, dass es hier dem 0 plus i mal 1 entspricht. Das ist also das i, das ist kein Zufall, sondern das habe ich so gemacht, ich habe es nur rückwärts erklärt. Und dann drängt sich auf, dann drängt sich genau auf, was Sie hier hinschreiben müssen, damit das alles so ist, wie Sie es brauchen. Okay. Also, so entsteht der Körper der komplexen Zahlen. Also, C, definiert als K, ist der Körper der komplexen Zahlen, den Sie vielleicht auch schon einmal gesehen haben. Vielleicht aber auch nicht, war unerheblich. Es ist eine Erweiterung des Körpers der reellen Zahlen um ein Element, dessen Quadrat minus 1 ist und um ganz viele weitere Elemente, die ich dann auch noch brauche, damit das abgeschlossen unter Addition und Multiplikation ist. Also es ist nicht nur R vereinigt mit Wurzel aus minus 1, sondern es ist R eben R adjungiert. Wurzel aus minus 1 kann ich also dann auch so schreiben, analog zu der Notation, die wir vorher bei Q adjungiert Wurzel 2 halten. Und noch zur Definition, zwei Begriffe. Wir sagen also a plus ib, wenn z gleich dem ist, mit a, b aus R, für so eine Zahl, also das ist eine komplexe Zahl. Mit A, B und R aus R heißt Re Z A der Realteil
Und im Z B der Imaginärteil. Imaginärteil von Z. Das ist also so. Die Ebene enthält all diese Punkte. Die spielen jetzt die Rolle von Zahlen im Körper C. Und jede solche Zahl hat eine Komponente in die Richtung und eine Komponente in die Richtung. Und wenn das Z ist, dann ist hier Rez und da ist imZ. Man sagt dann auch, das hier ist die imaginäre Achse und das ist die reelle Achse. Okay, also haben wir da ein weiteres Beispiel für einen Körper. Machen wir noch eins. Vier, glaube ich, oder ja, fünf schon. Und zwar könnten wir uns vorstellen, Sie erinnern sich vielleicht an die Polynome. Nehmen wir, sei K ein Körper und Kx der Polynomring über K. Das heißt, was heißt das nochmal? Die Polynome, das sind alle diese Ausdrücke, die irgendwie ein Element von k haben, plus ein Element von k mal x, plus ein Element von k mal x Quadrat, plus, 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 und dann aber nur endlich viele. Okay. Oh, und das ist ein bisschen so wie vorher mit dem i. Irgendwie das Grundziel. Man würde gerne rechnen mit solchen Ausdrücken, addieren und multiplizieren in der gewohnten Weise, so wie es durch die Notation sich aufdrängt. Und das ist aber dann natürlich keine formale Definition. Die formale Definition haben wir das letzte Mal besprochen, die war ein bisschen mühsam und technisch und da war dann auch irgendwie eine Formel, auf die man nicht gleich aus dem Stand kommt und die man nicht einsieht, warum das so definiert ist, aber die so gemacht ist, damit danach dann alles so zusammenpasst, wie Sie es sich vorstellen können und Sie dann nicht mehr viel drüber nachdenken müssen. Und das X ist dann eben auch wieder ein Symbol, so wie das I vorher, das man dann identifiziert als eins von diesen technischen Dingen, die wir da eingeführt haben, diese langen Koeffizientenlisten. Und das X hat dann an einer Stelle eine 1 und an den anderen Stellen eine 0. Das braucht man halt für die technische Konstruktion. Wenn man das aber mal konstruiert hat, dann ist das nicht mehr relevant und man guckt dann nicht mehr rein, sondern schreibt es dann immer nur noch so auf. Und ist das jetzt ein Körper? Also wir hatten das letzte Mal, haben wir gesagt, in das K hier, da hatten wir ein R. Und das ist die Menge, aus der diese Koeffizienten hier genommen werden. Und da haben wir gesagt, wenn das R ein Ring ist, dann ist das Rx auch wieder ein Ring. Jetzt habe ich aber hier gesagt, die Koeffizienten sollen aus einem Körper kommen, also zum Beispiel Qx. So, das wären Polynomring über den rationalen Zahlen. Und jetzt können wir fragen, ist das auch wieder ein Körper? Also ist Kx ein Körper? Und die Antwort ist nein. Das ist kein Körper, weil zum Beispiel x hat kein Inverses bezüglich mal. Denn ein solches, Sie können sich überlegen, der Grad des Polynoms, der Grad eines Polynoms ist die höchste Potenz, die vorkommt in ihm, also mit einem Koeffizienten, der nicht 0 ist. Also hier dieses Polynom hätte Grad 2. Und wenn Sie zwei Polynome miteinander multiplizieren, dann addieren sich die Grade. Also das Produkt von zwei Polynomen, der Grad von einem Produkt von zwei Polynomen ist die Summe der Grade der Faktoren. Und dieses Polynom x hier hat Grad 1. Naja, und dann geht sich das nicht aus. Wenn ich sage x, also der Grad, Englisch Degree, deshalb Deck, von x mal irgendeinem potenziellen Inversen, naja, das ist der Grad von x plus der Grad von diesem Inversen. Der Grad von x ist 1. Und wenn das aber das Inverse sein soll, dann müsste das hier 1 sein. Das ist also x hoch 0. Das wäre dann 0. Ja, und dann müsste daraus folgen, dass der Grad von p gleich minus 1 ist. Das geht aber nicht, weil in Polynomen
kommen nur nicht negative Exponenten von x vor. Ja, das ist doof. Jetzt könnten wir aber sagen, wir wollen aber einen Körper machen. Ja, aber dann müssen wir halt Inverse hinzu erfinden. Das haben wir bei Gruppen schon mal gemacht, bei der Wortgruppe. Da hatten wir die kleinen Buchstaben, die bildeten dann nur ein Monoid mit der Konkatenation. Und dann haben wir die Großbuchstaben noch dazu genommen und haben gesagt, die Großbuchstaben sollen die Inversen von den kleinen Buchstaben sein. Und so ähnlich sind auch die ganzen Zahlen entstanden. Da gab es auch zuerst die natürlichen Zahlen und das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Und dann hat man die negativen einfach dazu erfunden. Und ja, vorher haben wir das ja auch gemacht. Wir haben das i hinzu erfunden, weil es uns gestört hat, dass es keine Wurzel aus minus 1 gab. Und das könnten wir jetzt auch. Könnten wir sagen, wir machen den Polynomring. Der ist zwar jetzt nur ein Ring. Na gut, okay, immerhin. Aber wir vergrößern den, wir geben Dinge dazu, um aus dem Polynomring einen Körper zu machen. Das ist dann natürlich eine größere Menge, aber dann kann man halt dann auch dividieren. Und jetzt ist die Frage, wie könnten wir das machen? Eine Idee ist, wir geben alle negativen Exponenten auch noch hinzu. Also wir betrachten alle Ausdrücke, die von der Form sind, irgendein Element von k mal x hoch. Minus 5 plus irgendwas mal x hoch minus 4 plus irgendwas und dann vielleicht hört es bis x hoch 9. Also von irgendeinem negativen oder bis irgendeinem positiven, aber vielleicht endlich viele. Das wäre vielleicht eine erste Idee. Das funktioniert dann aber nicht. Stellt sich dann raus, das ist dann immer noch kein Körper. Was wir stattdessen machen müssen ist, erinnern wir uns daran, was ich das letzte Mal über Polynome gesagt habe. Polynome, wir stellen uns da keine Funktionen drunter vor, sondern irgendwie sowas wie eine Variante von Z, den ganzen Zahlen, mit so einem Stellensystem, wo man addieren und multiplizieren kann. Und die Addition und Multiplikation von Polynomen, die geht so ähnlich wie die Addition und Multiplikation von ganzen Zahlen und ist sogar ein Tick einfacher. Weil sie keinen Übertrag haben bei dem Addieren. Und dann können wir das doch als Motivation als Inspiration hernehmen und gucken, wie ist denn das bei Z? Bei Z war es doch auch so, dass das kein Körper ist und man aber dann irgendwann einen Körper draus gemacht hat, indem man die rationalen Zahlen konstruiert hat. Und die rationalen Zahlen, die entstehen aber jetzt nicht einfach irgendwie dadurch, dass man Dinge hinzugibt, sondern da muss man ein bisschen technisch vorsichtiger sein, weil es soll ja auch noch mit der Addition zusammenpassen. Und die Konstruktion, wie die rationalen Zahlen aus den ganzen Zahlen entstanden sind, die können wir jetzt auch verwenden, um aus den Polynomen einen Körper zu machen, der die Polynome enthält. Und okay, also die Konstruktion der rationalen Zahlen haben wir jetzt noch nicht besprochen. Das ist egal, machen wir das hier mit den Polynomen. Wir haben alles Instrumentarium, ein technisches Instrumentarium, was wir dafür brauchen. Und zwar ist das jetzt eine schöne Anwendung für den Begriff der Äquivalenzrelation, der dadurch ins Spiel kommt, dass wir ja berücksichtigen müssen, dass 2/3 dasselbe ist wie 4/6 in Q. Die Idee ist, wir machen jetzt auch wieder so Paare. Und betrachten Paare dann als die Elemente dieses neuen Körpers. Wir kodieren die als Paare und stellen uns da diese Brüche vor. Nur müssen wir dann aber irgendwie sagen, manche von diesen Paaren betrachten wir als gleich. Okay, dann machen wir das. Wir nehmen also, ja, k auf der Menge k. X Kreuz KX ohne 0, ohne das Nullpolynom, wird durch Folgendes, also wir haben jetzt dann so ein Polynompaar AB und wir wollen sagen, wann ist das äquivalent zu CD, noch ein anderes Polynompaar, also B und D sind nicht 0, das sollen die Nenner sein, A und
B und C und D sind Polynome, die Zähler dürfen 0 sein, die Nenner nicht. Und ich lege jetzt fest, wann sollen die gleich sein? Und die Idee ist, wenn die Brüche gleich sind, nur habe ich aber jetzt noch keine Brüche, die erzeuge ich ja erst. Aber ich kann es ja auch rüber multiplizieren. Ich kann sagen, wenn A mal D dasselbe ist wie B mal C. Aber das ist jetzt, das ist nur eine Multiplikation und eine Multiplikation habe ich schon. Also hier, das ist was, das macht Sinn rein für Polynome. Und wir definieren K runde Klammer x als die Menge aller Äquivalenzklassen von diesem Ding. Boah, das schreibe ich hin, das ist ein bisschen länglich. Die Menge aller Äquivalenzklassen von diesen Paaren. So. Ja, und die Elemente von Kx heißen rationale Funktionen. Das ist auch wieder ein Begriff, wo man sich darüber ärgern kann, dass das so heißt, weil es sind keine Funktionen. Es sieht nur so aus wie Funktionen, weil da ein x steht und man sich das wie eine Variable vorstellt, aber die rationalen Funktionen sind genauso wenig Funktionen, wie Polynome Funktionen sind. Sie heißen halt nur jetzt Funktionen aus historischen Gründen. Besser wäre es, sie Polynombrüche zu nennen. Das wäre ein treffenderer Begriff oder gebrochene Polynome oder so irgendwas. Sie heißen aber halt jetzt rationale Funktionen. Und mit denen will ich jetzt auch noch rechnen können. Da muss ich also definieren. Wir sagen erstmal statt Klasse von AB schreiben wir A durch B und statt A durch 1 schreiben wir einfach A. Und dann haben wir wieder gesehen, durch eine geeignete Wahl einer Notation fällt plötzlich diese ganze technische Konstruktion, die formal nötig ist, damit es wirklich auf den Axiomen am Ende beruht und auf die Axiome der Mengenlehre zurückzuführen ist und nicht einfach ein, ich stelle mir irgendwas vor und hoffe, jeder versteht das Gleiche. Deshalb müssen wir diesen ganzen Aufwand betreiben mit Äquivalenzrelationen und dem ganzen Kram. Aber nachdem das dann mal gemacht ist, und wir uns eine schöne Notation ausgedacht haben, können wir das alles wieder vergessen und sagen, ja, das ist jetzt genau das, was wir eh schon am Anfang haben wollten. Das sind nämlich jetzt dann Brüche von, wo im Zähler und im Nenner jeweils ein Polynom steht. Also die Elemente von Kx heißen rationale Funktionen. Und im Moment ist das jetzt nur eine Menge, dieses k runde Klammer x. Und die Elemente sind irgendwie bezeichnet. Und wir definieren dann jetzt auch noch. Das ist immer auch Teil der Definition. Wir definieren A durch B plus C durch D als BD AD plus CB. Und AB mal CD definieren wir als AC durch BD. Und diese Definitionen sind repräsentantenunabhängig. Das muss man jetzt dann natürlich wieder überprüfen, weil das hier ist ja, wie wir gesagt haben, nur eine Kurzschreibweise für diese Äquivalenzklasse. Und die A und B, das sind Repräsentanten. Und ich muss dann schauen, dass diese Äquivalenzrelation mit dieser Definition kompatibel ist. Jetzt sehen Sie, wofür braucht man das? Vorher haben wir das mit Dreiecken und Vierecken gemacht und dann haben sie vielleicht gedacht, das ist ja ziemlich nutzlos. Aber hier sehen Sie jetzt, wenn wir noch keine Brüche hätten, dann bräuchten wir es hier, um Brüche zu erzeugen. Okay, diese Definitionen sind repräsentantenunabhängig. Unabhängig. Repräsentanten unabhängig und damit zulässig. Und Fact, Kx ist ein Körper. Das ist jetzt natürlich eine zusätzliche Behauptung, die muss man auch wieder überprüfen, aber Sie können es mir mal einfach glauben. Und also das ist jetzt der Körper, der aus dem Polynomring entsteht, in der gleichen Weise wie Q aus Z entsteht.
So. Und so weit wollte ich Sie bringen, in die lineare Algebra, in die Algebra bis zum Begriff des Körpers, weil die lineare Algebra, mit der wir jetzt dann weitermachen, die setzt immer auf einem Körper auf. Wir werden also jetzt immer sagen, wir nehmen dieses Symbol K, das ist so ein bisschen wie in so einem Doppelstrich, wie bei Q und Z und R. Wir werden immer sagen K und K ist ab jetzt immer irgendein Körper. Für die Theorie ist es unerheblich, welchen Körper Sie dann nehmen. Und deshalb ist es mathematisch angemessen, dass wir sagen, wir schreiben das jetzt nicht alles für Q auf und dann nächstes Jahr nochmal dasselbe für R und dann übernächstes Jahr nochmal dasselbe für C, sondern wir formulieren es gleich allgemein. Wir sagen, K ist irgendein Körper. Damit ist übrigens auch abgedeckt, Körper, die wir noch gar nicht kennen, für die gilt dann alles, was wir denn demnächst machen, auch. Sie können aber natürlich sich einen Körper aussuchen und an den denken. Also zum Beispiel können Sie immer, wenn ich jetzt im Folgenden immer von K rede und Ihnen das, was wir jetzt besprochen haben, noch nicht so ganz geheuer ist, stellen Sie sich einfach R vor oder Q, und das wird für fast alle Punkte eine gute Anschauung liefern, wo Sie nichts verlieren im Gegensatz zu der Allgemeinheit, in der ich es in Wirklichkeit aufschreibe. Und an den Stellen, wo man aufpassen muss, werde ich darauf hinweisen. So, dann sind wir durch den ersten Teil der Vorlesung durch. Also was haben wir da gemacht? Wir haben algebraische Strukturen behandelt. Eine algebraische Struktur ist eben eine Menge, auf der Verknüpfungen erklärt sind. Die klassischen algebraischen Strukturen haben wir kurz angesprochen, sind Gruppen, Ringe und Körper. Und ich habe Körper eigentlich nur erreichen wollen, aber um Körper zu erklären, brauche ich zuerst Ringe und um Ringe zu erklären, brauche ich zuerst Gruppen. Und Ringe und Gruppen an sich spielen aber jetzt außerhalb des Körperbegriffs im Weiteren keine große Rolle. Und vorher haben wir dann einige Grundlagenbegriffe diskutiert: Relationen, Äquivalenzrelationen und Funktionen, Injektiv, Bijektiv, Sujektiv, die auch im Weiteren dann jetzt eine Rolle spielen werden. Aber das war alles sehr abstrakt und allgemein. Jetzt wird es ein bisschen anschaulicher und konkreter, denn jetzt geht es um Vektoren. Ich werde jetzt einführen den Begriff des Vektors und der geht so. Also wie gesagt, haben wir jetzt ab jetzt immer irgendeinen Körper und wir definieren jetzt auf der Menge aller K-Tupel. Also der Körper ist gegeben und das K hoch n, das ist die Menge aller Tupel mit K-Komponenten, K-Komponenten. Wo in jeder Komponente ein Element von K steht und n, dieses n, das ist eine natürliche Zahl. Und solch ein Element, so ein Tupel, also ein anderes Wort für Tupel, ist Vektor. So. Ist nur ein anderes Wort für ein Tupel von Körperelementen. Später werden wir den Vektorbegriff dann noch ein bisschen allgemeiner fassen. Das ist dann im dritten Teil der Vorlesung, aber jetzt fangen wir gerade mal mit dem zweiten Teil an. Das heißt, im Moment sagen wir mal, ein Vektor ist einfach nur ein Tupel von Körperelementen. Und für die erklären wir jetzt eine Addition und sowas wie eine Multiplikation. Die Addition ist eine Verknüpfung. Die nimmt zwei solche Tupel her und macht daraus ein neues. Und zwar so, dass komponentenweise addiert wird. Also hier haben wir ein Tupel, ein Vektor, ein Tupel mit n Komponenten und hier nochmal ein Tupel mit n Komponenten. Und wir sagen jetzt, was ist die Summe von diesen beiden Tupeln? Und die Festlegung ist das Tupel, was in der ersten Komponente die Summe der beiden ersten Komponenten hält, wobei das hier die Addition ist, die hier der Körper schon mitbringt. Und in der zweiten und der dritten und der vierten genauso. Und dann die Multiplikation, nennt man Skalarmultiplikation.
Weil achten Sie darauf, hier, das ist kein Tippfehler, sondern hier ist es wirklich so, wir multiplizieren nicht zwei Vektoren miteinander, sondern wir multiplizieren ein Körperelement mit einem Vektor. Und rauskommen soll ein Vektor. Also hier, da ist nichts, das ist einfach nur k selbst. Und die Multiplikation, die hier erklärt wird, mit dem Punkt bezeichnet, die soll sein, so dass ich hier also wirklich ein Körperelement nehme, Alpha, und verknüpfe das mit einem Tupel, mit einem Vektor eben, indem ich jedes Element, jede Komponente aus dem Tupel mit dem Alpha multipliziere und dabei die schon vorhandene Multiplikation aus dem Körper verwende. Ja, und die schreiben wir dann natürlich nicht immer dazu, die lassen wir weg, wenn es da keine Schwierigkeiten beim Verständnis gibt. Auch die Multiplikation werden wir nicht immer dazu schreiben, sondern ich schreibe dann irgendwie Alpha x, und dann ist das x aus k hoch n und das Alpha ist aus k und das Ergebnis ist dann wieder in k hoch n. Und solche Tupel, mit denen werden wir jetzt öfter hantieren, und da ist es praktisch, da zwei Schreibweisen dafür zu haben, weil mal ist die eine besser und mal ist die andere besser. Also das ist die normale Tuppelschreibweise, die wir bisher auch schon hatten, was man aber auch, und das sind so Kommas dazwischen, also zum Beispiel 3, 9, 7 wäre ein Vektor. Und was man aber auch manchmal braucht oder manchmal handlicher ist eine vertikale Schreibweise. Dann schreiben wir den Vektor so ohne Kommas, sondern einfach die Komponenten übereinander, 3, 9, 7. Und es gibt Leute, die... Das ist jetzt Ansichtssache, ob es sich dabei um verschiedene mathematische Objekte handelt. Und dann sagt man, das eine wäre ein Zeilenvektor und das andere ein Spaltenvektor. Das ist eine Unterscheidung, die ich nicht machen mag. Für mich ist ein Vektor einfach ein Tupel, und das kann man so oder so schreiben. Es ist aber beides mal dasselbe gemeint. So, das hat jetzt eine geometrische Anschauung. Diese Sachen sind nicht einfach nur definiert, damit man damit irgendwie rechnen kann, sondern das kommt aus der Geometrie. Und man macht Geometrie in der Ebene, wenn n gleich 2 ist und die Tupel, von denen wir reden, Paare sind. Und dann können Sie das in zwei, einen Vektor auf zwei Arten interpretieren. Sie können einen Vektor verwenden, um einen Punkt im Raum zu bezeichnen. Zum Beispiel dieser Punkt hier wäre der Vektor 2, 3. Der liegt an der Stelle, wo Sie landen, wenn Sie vom Ursprung aus 2 in Richtung positiver x1-Achse gehen und danach 3 in Richtung positiver x2-Achse. Dann sind wir hier beim Punkt 2, 3, und dieser Punkt ist eben kodiert durch... ja, durch einen Vektor. Das ist eine Interpretation, und die andere Interpretation ist, dass Sie einen Vektor auffassen als eine Richtung. Der Vektor ist so ein Pfeil und der zeigt in eine Richtung. Der hat eine Länge, die dadurch gegeben ist, dass er eben in eine Richtung 2 voranschreitet und in die dazu senkrecht stehende Richtung 3 Einheiten voranschreitet. Das ist also der Vektor 2, 3. Und den kann ich irgendwo einzeichnen im Koordinatensystem. Der hat hier irgendwie einen Angriffspunkt, aber der Angriffspunkt ist nicht Teil des Vektors. Wenn ich den kann ich verschieben und hier unten einzeichnen. Und wenn das hier 2 und das 3 ist, dann wäre das derselbe Vektor, nur an eine andere Position im Koordinatensystem eingezeichnet. Anders als hier, dieser Punkt, der existiert wirklich nur da. Wenn Sie irgendeinen anderen Punkt haben, der hat andere Koordinaten. Wofür braucht man Vektoren? Na, machen wir erst noch geometrische Interpretation der Operationen. Also Sie haben da Folgendes, dass die Addition entspricht einer Verschiebung eines Punktes. Also Sie können hier sagen, ein Vektor ist ja, wir können einen Vektor als Punkt interpretieren, zum Beispiel diesen Vektor 1, 1, das ist der Punkt, der hier liegt. Und aber auch als Richtung, zum Beispiel dieser Vektor hier, der so einen Pfeil darstellt.
Das wäre der Vektor 2, 1. Und wenn Sie diese Interpretation nehmen, dann wäre die geometrische Anschauung, wäre, dass Sie den Punkt 1, 1 um den Vektor 2, 1 verschieben. Und die Summe ist dann der Punkt, an dem Sie landen. Also das hier plus das hier ist gleich dem hier. Und das Ergebnis wäre dann wieder ein Vektor, den Sie als Punkt interpretieren. Also Sie verschieben einen Punkt um eine Richtung und kriegen wieder einen Punkt. Andere Möglichkeit, wenn Sie beide Vektoren als Richtung interpretieren wollen, dann können Sie sich das vorstellen wie ein Verschiebungsoperator, den Sie dann auf irgendeinen Punkt anwenden können. Und dann ist es so, dass die Addition einer Kombination der beiden Verschiebungsoperatoren entspricht. Also das ist dann so, wenn Sie diesen Operator nehmen, der alles so verschiebt, das ist der Operator A, Vektor A, und dieser Vektor B, den ich jetzt so eingezeichnet habe, dass er da beginnt, wo der A endet, dann ist die Summe dieser beiden Vektoren, die resultierende Operation, ist die Verschiebung, die der entspricht, dass ich zuerst nach A verschiebe und dann B verschiebe. Und das ist genau der kombinierte Vektor, der Summe entspricht. Und Multiplikation mit Zahlen entspricht Streckungen von den Richtungen. Also wenn das der Vektor a ist, dann wäre das der Vektor a halbe, das der Vektor 2a und Multiplikation mit minus 1 dreht das Vorzeichen rum. Das heißt, da ändert sich die Pfeilspitze, die Orientierung des Vektors. Okay, das wäre im Zweidimensionalen, in der Ebene wären das so geometrische Dinge, die Sie mit Vektoren ausdrücken können. Im Dreidimensionalen ist das natürlich genauso, da kann ich es halt nur nicht mehr so schön hinmalen, aber es ist klar, Sie haben einen Vektor, der dahin geht und einen Vektor, der dahin geht und der dritte Vektor, die Summe der beiden Vektoren ist genau wie im Zweidimensionalen, ist die resultierende, die Sie durch die Kombination dieser beiden Vektoren kriegen. Und in der Physik werden Sie Vektoren auch in anderen Zusammenhängen antreffen. Ein Vektor ist immer eine Größe in der Physik, die eine Richtung in sich trägt. Also nicht zum Beispiel nicht die Masse. Wenn ich sage, ich wiege so und so viel Kilo, dann ist das einfach eine Zahl. Physiker sagen dann, das ist eine skalare Größe. Aber im Gegensatz zum Beispiel zur Geschwindigkeit. Wenn ich sage, ich habe eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde, dann ist das nur ein Teil der Information. Die entspricht der Länge eines Vektors, aber zusätzlich enthält die Geschwindigkeit, die ich habe, auch noch eine Richtungskomponente, in wohin bin ich denn unterwegs? Das ist ein Unterschied, ob ich 100 Kilometer pro Stunde in die Richtung fahre oder in die Richtung fahre. Okay, und Beschleunigung und solche Sachen sind auch gerichtete Größen, auch Kräfte, aber zum Beispiel Energie wäre wieder ein Beispiel für eine Größe, die keine Richtung in sich trägt und daher eher einem Körperelement entspricht, also zum Beispiel einer reellen Zahl, eher einem Körperelement als einem Vektor, wäre eine Kraft. Wenn ich irgendwo hindrücke, dann drücke ich zwar mit einer Stärke, aber eben auch mit einer Richtung, in der die Kraft wirkt. Deshalb ist eine Kraft eher ein Vektor. So, jetzt schauen wir mal. Der erste Satz, den wir haben, soll jetzt ein bisschen eine Beziehung herstellen zu den abstrakten Begriffen, algebraischen Begriffen, die wir vorher eingeführt haben. Das ist aber nichts Schlimmes, sondern wir sagen nur, dass wir mit dem Plus, dass das Plus gewisse Rechenregeln erfüllt. Das Plus erfüllt Rechenregeln. Sie können Vektoren addieren, so wie wir es in der Definition erklärt haben. Und der Satz sagt, wenn Sie das machen, dann gelten die Rechenregeln, die Sie erwarten, dafür, dass die Menge aller Vektoren eine abelsche Gruppe ist. Es gibt ein Neutralelement, das wird wie üblich mit 0 bezeichnet, das ist der Nullvektor, der Vektor, der in allen Komponenten eine 0 hat. Naja, und der Beweis ist nicht sonderlich interessant. Die Aussage, dass es eine abelsche Gruppe ist, folgt unmittelbar daraus, dass die Definition komponentenweise gemacht ist und die Addition im Körper eine abelsche Gruppe ist. Naja, und deshalb übertragen sich alle Rechenregeln von dem Körper, dort wo sie nach Annahme gelten,
auf die Vektoren. Ja, da brauchen wir nichts machen. Schauen wir uns lieber Bilder an. Hier kann man nämlich illustrieren, was das eigentlich aussagt. Abelsche Gruppe heißt, sie haben Assoziativität, Kommutativität, sie haben Neutralelemente und sie haben alle Inversen. Und Kommutativität kann man geometrisch sich leicht überlegen, wenn man sagt, die Kombination von zwei Richtungen ist die Addition, dann spielt es keine Rolle in der Kombination, in der resultierenden Kraft, ob ich zuerst die Kraft A anwende und dann die Kraft B oder zuerst die Kraft B und dann die Kraft A. Die Kombination dieser beiden Kräfte ist in jedem Fall die gleiche Kraft A plus B. Das ist die Anschauung für die Kommutativität. Und Assoziativität kann man sich auch geometrisch veranschaulichen, dass das gelten muss. Denn wenn ich hier drei Vektoren habe, Vektor A, Vektor B und Vektor C, dann wäre das hier der Vektor A plus B plus C. Und in der Tat ist das sowohl der Vektor A plus B plus C. B plus C ist hier, weil hier ist B und da ist C, dann ist das hier B plus C. Und der plus dem ist der. Oder ich nehme zuerst A plus B, das wäre der hier, und nehme den dann plus C, dann lande ich auch wieder da. Also A plus B plus C ist dasselbe wie A plus B plus C. Und Neutralelement, naja, okay, das ist natürlich auch klar. Wenn ich hier einen Vektor habe und addiere den dann mit dem Nullvektor, der Nullvektor, der geht auch irgendwie, in welche Richtung zeigt der Nullvektor? Ja, das fragen Sie das einen Philosophen. Der zeigt, wenn Sie wollen, in alle Richtungen oder in keine Richtung. Aber jedenfalls, wenn ich einen Vektor habe, A, und kombiniere den mit dem Nullvektor, dann wird sich A nicht ändern. Das heißt, der Nullvektor ist das Neutralelement, wie das behauptet ist. Und das Negative von A ist das Inverse, denn natürlich, wenn ich einen Vektor A habe und addiere ihn mit dem entsprechenden negativen Vektor, dann kommt der Nullvektor raus. Und das kann ich mit jedem Vektor machen, deshalb existieren alle Inversen. Okay. Und dann gibt es noch einige Rechenregeln, die auch nicht besonders schwierig sind, aber die wir hier zumindest erwähnen sollten, damit wir sicher sein können, dass sie tatsächlich zur Verfügung stehen und verwendet werden dürfen. Und das sind Rechenregeln, die die Addition mit der Multiplikation in Beziehung setzen, so ungefähr wie beim Ring, wo sie dann auch Distributivgesetze haben. Nur die Menge der Vektoren bildet aber keinen Ring. Das ist, weil die Multiplikation hier nicht zwei Vektoren miteinander verrechnet, sondern ein Körperelement mit einem Vektor. Und trotzdem gelten aber dann so ähnliche Rechenregeln. Hier zum Beispiel sagt es, es ist egal, ob sie zwei Körperelemente zuerst addieren und dann auf einen Vektor drauf multiplizieren oder ob sie zuerst jedes Körperelement unabhängig voneinander auf diesen Vektor drauf multiplizieren und dann die beiden Ergebnisse multiplizieren. Es kommt das Gleiche raus. Und hier, das ist auch interessant, hier haben wir zwei Multiplikationen. Hier ist unsichtbar die Multiplikation aus K. Da multiplizieren Sie zwei Zahlen, zwei Körperelemente, und wenden dann das Produkt an als Streckfaktor für den Vektor V. Und was Sie dann kriegen, ist dasselbe, wie wenn Sie den Vektor V zuerst mit dem einen Faktor strecken und dann nochmal mit dem anderen Faktor strecken. Das Ergebnis. Und dann gibt es noch ein zweites Distributivgesetz, wenn Sie zwei Vektoren haben, dann können Sie entweder die Vektoren addieren und dann strecken oder zuerst jeden einzelnen strecken und dann die Ergebnisse addieren. Okay. Und dann gibt es auch noch, wenn Sie das 1-Element des Körpers als Streckfaktor verwenden, dann ändert sich nichts. Und hier, das ist auch wieder so was, wo man nicht gleich sieht, was sagt das überhaupt, aber das sagt, wenn Sie das additive Inverse des 1-Elements als Streckfaktor nehmen für einen Vektor, dann kriegen Sie genau das additive Inverse von V bezüglich der Addition, der Vektoraddition. Und hier dann ganz zum Schluss noch eine Aussage, wo wir eine ähnliche Aussage hatten, als wir über Körper gesprochen hatten. Für Körper gilt eben dieser Satz, dass wenn das Produkt zweier Körperelemente gleich 0 ist, dann muss einer
der beiden Faktoren 0 gewesen sein. So etwas Ähnliches gilt auch hier, wenn Sie ein Körperelement, ich werde im Folgenden jetzt nicht immer Körperelement sagen, das ist zu lang, ich sage einfach Zahl, weil wir stellen uns die Körperelementen als Zahlen vor, selbst wenn es keine Zahlen sind. Ich kann ja mit ihnen rechnen wie mit Zahlen, das ist ja gerade der Sinn von Körper. Also wenn Sie eine Zahl haben und einen Vektor, und Sie multiplizieren die Zahl mit dem Vektor und kriegen 0 raus, dann können Sie daraus folgern, dass entweder die Zahl 0 war oder der Vektor war 0. Und achten Sie darauf, hier sind zwei, da steht dreimal das Symbol 0, aber es sind zwei verschiedene Nullen gemeint. Das hier ist die 0 aus dem Körper, das ist also die Zahl 0, und das hier ist der 0-Vektor. Das ist der Vektor 0. Wir könnten da jetzt, um es etwas leichter zur Orientierung machen, die irgendwie notationell unterscheiden und könnten sagen, wir machen da so einen Pfeil drüber, wie manche Leute machen, oder wir machen wir nehmen einen anderen Font, wir nehmen ein fette Null, das sieht man auch in manchen Büchern. Das mache ich aber nicht, weil ich würde es die Hälfte der Zeit vergessen, erstens, und zweitens, ich möchte auch, dass Sie sich daran gewöhnen, dass unterschiedliche Dinge oft mit dem gleichen Symbol bezeichnet werden und man dann aus dem Kontext herauslesen muss, was ist denn das jetzt überhaupt für eine Null? Wo lebt die Null? Diese Null lebt da und diese Null lebt da. Und es kann auch nur so sein, weil hier steht ja Alpha ist gleich und das Alpha lebt in K, ne, dann kann hier nur die K-Null gemeint sein. Und das V ist eben ein Vektor, dann kann hier nur der Vektor gemeint sein. Was ist hier? Das für eine Null? Was ist das für eine Null? Naja, müssen wir gucken, was ist denn auf der linken Seite? Auf der linken Seite ist das hier ein Körperelement und das hier ist ein Vektor und die werden miteinander multipliziert. Und die Multiplikation ist so, dass sie aus einem Körperelement und einem Vektor einen Vektor macht. Das heißt, auf der linken Seite steht ein Vektor, dann kann auf der rechten Seite auch wieder nur der Nullvektor gemeint sein und nicht die Nullzahl. Okay? Der Beweis ist unerheblich, müssen wir es einfach nachrechnen. Es folgt direkt aus der Definition. Der Beweis macht keinen Spaß, machen wir nicht. Schauen wir uns lieber Bilder an. Das erste sagt, wenn Sie einen Vektor V haben und Sie strecken den einmal mit Alpha und einmal mit Beta und addieren dann die beiden resultierenden Vektoren, dann kriegen Sie genau den gleichen Vektor, den Sie kriegen, wenn Sie zuerst Alpha und Beta addieren und dann V um diese Summe strecken. Und der dritte Punkt, das ist ein Distributivgesetz, das sagt, wenn Sie zwei Vektoren haben, V hier und W da, dann haben Sie hier die Summe V plus W. Und wenn Sie die dann strecken um Alpha, dann haben Sie hier Alpha mal V plus W. Und das ist aber dasselbe, wie wenn Sie zuerst den Vektor V um Alpha strecken, dann kriegen Sie den Vektor. Und dann den Vektor W um Alpha hier. Und legen den dann so da dran, dann landen sie auch wieder da. Anhand der Gleichung brauchen Sie das nicht zu glauben. Die Gleichung soll nur eine Merkhilfe sein oder eine Lesehilfe. Was ist eigentlich da jetzt die Aussage? Aber natürlich ist die Zeichnung kein Beweis. Erstens, weil das muss man nicht glauben, dass sich das genauso ausgeht. Und zweitens, selbst wenn Sie es glauben, die Zeichnung zeigt ja jetzt nur einen Fall. Und die Behauptung ist, es gilt immer für alle möglichen. Die kann ich aber natürlich nicht alle aufzeichnen. Ich kann ja nicht einmal einen geordnet aufschreiben. Gut. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Geometrie. Und zwar können wir Vektoren verwenden, um geometrische Objekte zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe hier einen dreidimensionalen Raum, den R hoch 3. Und da liegt so ein Dreieck drin. So. So. Das hat drei Punkte und das liegt da so irgendwo im Raum. Ja, jetzt, wie genau liegt das da? Wenn ich Ihnen das mitteilen würde, dann würde die Zeichnung nicht genügen, weil die Zeichnung ist eine Projektion vom dreidimensionalen Raum in die Ebene und da geht eben Information verloren. Und wenn ich Ihnen jetzt genau sagen will, welches Dreieck ich da meine, dann kann ich zum Beispiel die Ecken angeben in Form von Vektoren. Also sagen wir, Dreieck ist gleich. Naja, sagen wir, wir nehmen die drei Ecken erstmal. Wir nehmen jetzt irgendwelche Zahlen. 1, 5, 2. B gleich 7, 3, 2. Und C gleich 9, 0, 17.
Keine Ahnung, das sieht jetzt wahrscheinlich dann ganz anders aus als dieses, aber spielt keine Rolle. Das sollen die Eckpunkte des Dreiecks sein. Und jetzt habe ich es aber vielleicht mit einem Gesprächspartner zu tun, der noch nie ein Dreieck gesehen hat und weiß nicht, was ich damit meine, Eckpunkte des Dreiecks. Das kann ich aber jetzt genau hinschreiben. Das Dreieck, das geometrische Objekt, das ich meine, ist die Menge aller Punkte, die hier schraffiert sind. Und das sind genau die Punkte, die ich schreiben kann als Alpha mal A plus Beta mal B plus Gamma mal C, wobei A, B und C diese festgelegten Vektoren sind und Alpha, Beta und Gamma irgendwelche Zahlen aus R mit der Eigenschaft Alpha, Beta, Gamma sind größer gleich 0 und addieren sich zu 1 auf. Genau. So, also da haben Sie jetzt wieder diese Ambivalenz zwischen der geometrischen Anschauung auf der einen Seite und der formalen Mathematik, der präzisen mengentheoretischen logischen Darstellung. Und da muss man sich jetzt bei dem auf der rechten Seite gibt es keinen Interpretationsspielraum, was damit gemeint ist. Eine andere Frage ist, ob das, was Sie da hingeschrieben haben, tatsächlich ist das, was Sie meinen. Und was Sie hier geometrisch beschreiben wollen, das kann man aber auch nicht beweisen, weil wir haben ja hier auf der linken Seite keinen Beweismechanismus, sondern wir haben dann nur ein Bild und eine geometrische Anschauung. Und ist dann eine gewisse Gefahr damit verbunden, wenn Sie das formalisieren oder modellieren, dass Sie dabei irgendeinen Fehler machen. Und aber auf der rechten Seite schreiben Sie irgendwas hin, mit dem geht es dann deterministisch weiter, dann sollte das dann schon das Richtige sein. Da können wir nur überprüfen, ob das plausibel ist, wenn wir das so hinschreiben. Sagen wir, hier ist A, B und C. Und die Behauptung ist, dass die Menge, die ich hier hingeschrieben habe, genau die Punkte des Dreiecks beschreiben. Und ja, dann probieren wir das mal aus mit gewissen Alphas, Betas und Gammas. Zum Beispiel, wenn ich hier alle Koeffizienten Alpha, Beta, Gamma auf 0 setze, dann würde ich hier 0 mal A plus 0 mal B plus 0 mal C kriegen. Das wäre dieser Punkt. Der ist nicht im Dreieck. Das ist komisch. Aber das ist auch nicht zulässig. Alpha, Beta und Gamma sollen sich ja zu 1 aufaddieren. Das heißt, ich könnte, der soll auch gar nicht dazugehören. Ich könnte stattdessen, ich muss andere Alpha, Beta, Gamma nehmen, zum Beispiel 1, 0, 0 könnte ich nehmen. Die sollen alle nicht negativ sein. Und wenn ich 1, 0 und 0 nehme, dann hätte ich hier 1 mal A plus 0 mal B plus 0 mal C, das wäre genau der Eckpunkt. Ja, der liegt gerade noch drin, das stimmt. Das passt. Und wenn ich irgendwie 0, 1, 0 nehme, das ist auch gut, dann kriege ich den Eckpunkt B und 0, 0, 1 gibt den Eckpunkt C. Und wenn ich es jetzt irgendwie anders aufteile, dann kriege ich irgendwelche Mitteldinger. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme Gamma gleich 0 und hier für Alpha nehme ich ein halb und ein halb. Und wenn ich mir dann überlege, wo liegt dieser Punkt, der liegt genau hier auf halbem Weg zwischen A und B auf dieser Seite. Der ist also auch in einem Dreieck drin und das ist auch zulässig. Ein halb plus ein halb ist 1, das erfüllt das und die sind beide nicht negativ. 0 ist auch nicht negativ, das stimmt. Oder ich könnte sehen, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das wäre der Punkt, der hier genau der Schwerpunkt des Dreiecks, der liegt genau in der Mitte von diesen drei Punkten. Und wenn man da jetzt noch ein paar andere Beispiele anschaut, dann sieht man, jede zulässige Wahl von Alpha, Beta und Gamma entspricht einer dieser Punkte. Und wenn ich da jetzt dann aber rausgehe, dann habe ich irgendwas hier negativ gemacht oder ich habe die Summe. Summenbedingungen verletzt. Das heißt, durch das Anschauen von vielen Beispielen sehen Sie mit der Zeit, ja, das scheint zu stimmen, dass das, was wir uns hier unter dem Dreieck vorstellen, genau durch diese präzise Mengenschreibweise formal beschrieben ist.
Und was uns jetzt im weiteren Verlauf besonders beschäftigen wird, sind eben solche geometrischen Konstrukte, die sich durch solche Ausdrücke hier beschreiben lässt. Sowas nennt man eine Linearkombination. Was wir eher nicht betrachten wollen, sind Ungleichungen, weil solche Bedingungen wie größer gleich, wie sie hier für das Dreieck gebraucht haben, da brauche ich ja eine Ordnungsrelation. Und das geht. In R habe ich halt eine, das ist okay, dann kann ich das machen. Aber wir wollen eine Theorie entwickeln, die für alle Körper funktioniert. Und normalerweise habe ich keine Ordnungsrelation auf einem Körper. Deshalb wird das jetzt nicht so eine große Rolle spielen. Sondern wir wollen uns mal nur anschauen, was sind die geometrischen Objekte, die ich durch Linearkombinationen beschreiben kann. Also das ist eine Linearkombination von A, B, C mit einem Koeffizienten Alpha, Beta und Gamma. Naja, und machen wir mal hier. So, nehmen wir mal zwei, nehmen wir im R3, nehmen wir zwei Vektoren nur, V1 und V2, und sagen, V1 lebt vielleicht hier und V2 lebt hier und fragen uns, was ist jetzt die Menge aller Linearkombinationen von V1 und V2? Naja, da ist V1 eins davon und V2 ist eins davon und die Summe davon, die würde dann hier leben. Und aber auch beliebige Skalierungen, also Alpha V1 plus Beta V2, auch diese Bedingung hier, dass die sich zu irgendwas aufsummieren, werden wir fallen lassen. Wir wollen wirklich alle Linearkombinationen nehmen, also die Menge aller Alpha V1 plus Beta V2, wo Alpha und Beta aus R laufen. Das ist eine bestimmte Teilmenge von R hoch 3 und welche? Das ist jetzt die Frage. Na, okay, dann können wir mal gucken. Anhand also ich kann das strecken, ich kann den länger machen, ich kann den auch in die andere Richtung machen, ich kann auch den in die andere Richtung machen und kann immer irgendeinen irgendwie gestreckten Alpha V1 kombinieren mit einem irgendwie gestreckten Beta V2. Und dann lande ich dann irgendwo hier. Und das kann ich mit allen möglichen Streckfaktoren machen, auch mit den negativen. Und vielleicht sehen Sie jetzt, was da rauskommt. Das ist eine Ebene. Eine Ebene, die durch den Ursprung geht. Der Ursprung entspricht der Wahl 0 und 0 für Alpha und Beta. Und was wir dann sagen werden, das ist hier die Ebene, die von V1 und V2 aufgespannt wird. Also E ist eine Ebene in R3. Gut. Immer. Oder gibt es da Fälle, die Spezialfälle, wo es keine Ebene ist? Ist eine Ebene. Naja, es ist nicht immer eine Ebene. Es ist eine Ebene, außer wenn die in die gleiche Richtung zeigen. Also wenn V1 und V2 in die gleiche Richtung zeigen. In dem Fall kann ich die linear kombinieren, so viel wie ich will. Ich würde immer nur Vielfachen von einem bestimmten Vektor kriegen. Dann kriege ich keine Ebene, sondern es sieht nur aus, formal sieht es aus wie eine Ebene, aber es fällt zurück auf eine Gerade. Dann ist es eine Gerade. Nur sozusagen nur eine Gerade. Ja, also das wäre in dem Fall hier. So, wenn ich hier das V1 habe und das V2 geht in die gleiche Richtung, ist vielleicht ein bisschen länger und ich kann jetzt irgendwelche Kombinationen von V1 und V2 nehmen und werde dann immer nur auf dieser Gerade, aus dieser Gerade werde ich nicht rauskommen. Ja. Aber auch eine Gerade ist es nicht immer. Es gibt dann jetzt noch einen noch pathologischeren Fall. Also das ist so ein Grenzfall. Die Ebene ist zusammengeklappt auf eine Gerade. Und wenn ich ganz viel Pech habe, außer wenn V1 und V2 beides der Nullvektor ist, dann komme ich da gar nicht raus. Dann ist es nur ein Punkt. Dann bin ich hier drin und ich kann so viele Linearkombinationen bilden, wie ich überhaupt will. Ich werde aus dem Nullpunkt nicht rauskommen.
Dann ist es nur ein Punkt. Ein Punkt. Und was wir uns jetzt das nächste Mal anschauen, ist, wie kann ich das rechnerisch unterscheiden? Wenn ich irgendwelche Punkte gegeben habe, wie kann ich unterscheiden, wie, irgendwelche Vektoren gegeben habe, V1 und V2, und es sind vielleicht ein paar mehr als hier. Wie kann ich dann unterscheiden, erzeugen die eine Ebene oder erzeugen die eine Gerade oder erzeugen die nur einen Punkt? Okay, und das schauen wir uns dann das nächste Mal genauer. Heute mal pünktlich Schluss. Tschüss.